Normalerweise geht an den Finanzmärkten ja immer um Rendite, aber heute fallen die Renditen und die Aktienmärkte jubeln nicht. Was ist denn da los? Das wollen wir uns mal angucken. Ja, wir haben eine beeindruckende Rallye aus einem überverkauften Zustand gesehen an den Aktienmärkten. Jetzt sind wir ziemlich deutlich überkauft, aber es gab ja mal und gibt ja eigentlich diesen klaren Zusammenhang, wenn die Renditen für US-Staatsanleihen fallen, dann ist das gut für Aktienmärkte. Aktien steigen und wenn die Renditen steigen, dann tendieren die Aktienmärkte dazu zu fallen, weil Geld eben teurer wird. Heute fallen die Renditen, warum steigen die Aktienmärkte nicht? Bislang zumindest, kann sich ja alles ändern, weiß man ja nicht. Hier sehen wir die 10-jährige Rendite in die USA, da sind wir in Richtung des Verlaufstiefs, dass wir neulich nach der FED-Sitzung, genauer gesagt nach den Aussagen von Jerome Powell erreicht hatten, denen die Märkte so verstanden haben, jetzt fertig mit Zinsanhebungen, alles wird schick. Wir haben jetzt um 19 Uhr dann noch eine Auktion einer 10-jährigen Anleihe, wenn Sie das Video gucken, dann ist die wahrscheinlich passiert schon. Das könnte noch sehr, sehr interessant werden in Sachen Renditen. Das hat ja dann wieder Einfluss auf die Aktienmärkte normalerweise. Ich wollte nicht abwarten, sonst kommt das Video erst Mitternacht. Also auf jeden Fall, wir sehen deutlich fallende Renditen. Warum ist das so? Hier sehen wir mal noch diesen Zusammenhang zwischen steigenden Renditen, fallenden Renditen und wir haben ja jetzt mit der oder nach der Pressekonferenz von Jerome Powell dieses Goldilocks-Szenario gesehen. Ja, schlechte Nachrichten sind gut, das ist doch schick, dann wird die Fed die Zinsen nicht mehr anheben, vielleicht sogar senken, aber es ist ein ziemlich schmaler Grat, auf dem man hier wandelt und heute ist dieser Grat vielleicht ein bisschen zu schmal geworden, dieser Abramowitsch von Bloomberg. Und die sagt, letzte Woche war die Wall Street sehr fixiert auf diese Goldilocks Economy, also beste aller Welten. Ja, Soft Landing wird ein bisschen abkühlen. Dann wird die Fed nicht mehr die Zinsen anheben, respektive senken. Aber today we started to hear more talk of a near-term recession again. Also on the Wall Street, da flüstert man sich zu, vielleicht kommt die Rezession ja doch. Das ist ein Narrative Roulette, also wechselt ständig, klar. Noch hat sich dieses Narrativ nicht durchgesetzt. Marco Kolanovic sagt, ja, diese Bad News is Good News Zone ist relativ schmal, weil es eben schwierig ist zu unterscheiden zwischen einem gesunden Slowdown, also einer gesunden Abkühlung und den ersten Passagen einer Rezession, den ersten Zeiträumen einer Rezession. Das ist auch wirklich sehr schwer letztendlich zu unterscheiden. Wir hatten ja eher bescheidene Arbeitsmarktdaten, die faktisch noch bescheidener waren, schlechter waren, als die Headline-Zahl das gezeigt hat. Mal sehen, welches Narrativ sich dann endgültig durchsetzen wird. Die Rohstoffmärkte erzählen schon ein Rezessionsnarrativ. Dr. Copper, hier sehen wir mal, Kupfer ist ja ein sehr konjunktursensibles Material. Wir haben gestern schon Materials gesehen in den USA, also Werte, Aktien, die Unternehmen, die mit Materialien zu tun haben, die stark abverkauft wurden. Hier sehen wir mal die Relation zwischen Kupfer und dem S&P 500. Der S&P 500 sich deutlich erholt, Kupfer hat sich nicht erholt, nur ein Indikator dafür. Warum wird Öl so stark abverkauft derzeit, trotz Israel-Krieg? Weil Öl oder die Öltrader vielleicht riechen, dass da etwas kommt in Sachen Rezession, werden wir vielleicht irgendwann wissen, aber eins wissen wir. Nämlich die durchschnittliche Aktie in den USA, die ist schlecht, die ist schwach, genauer gesagt, die fällt nämlich. Hier sehen wir mal den S&P 500 Equal Weight Index, also der Index, der S&P 500, in dem alle Aktien gleichgewichtet sind und da ist von einer großen Rallye nicht so wahnsinnig viel zu spüren. Vielmehr haben wir ein sogenanntes Todeskreuz, wenn also der 50er Tagesdurchschnitt den 200er Tagesdurchschnitt von oben nach unten kreuzt, spricht man von einem Todeskreuz, ob zu Recht oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wir sehen schon eine ziemliche Schwäche eben am breiten Markt und das setzt sich heute fort. Weitgehend die allermeisten Aktien mit Verlusten. Das sehen wir zum Beispiel wieder bei den Small Caps, die 1,3% fallen, der Nasdaq und die anderen Indizes nur leicht im Minus. Wir sind durch die 4370er Zone gefallen beim S&P 500. Vorerst mal sehen. Jeff Beamer, der ein extrem guter Elliott Wafer ist, hat gesagt, das ist der Bereich, der brechen muss, damit eine Korrektur dieses überhitzten Zustandes erstmal bei den Aktienmärkten passieren kann. Jerome Powell
hat sich heute verweigert, bei seiner Rede keine Aussagen zur Geldpolitik und zur US-Wirtschaft. Das dürfte sich aber morgen ändern, denn morgen gibt es eine Policy Panel Discussion, also praktisch eine Diskussion über Geldpolitik. Und da wird es Paul schwerfallen, nichts über Geldpolitik zu sagen, würde ich mal vermuten. Morgen 14 Uhr US-Zeit, also 20 Uhr unserer Zeit. Also das Ganze verschoben auf morgen. In Sachen Aussagen von Paul. Aber wir haben ja gesehen, die Financial Conditions haben sich gelockert, weil vor allem die Renditen gefallen sind. Das hat dann unmittelbar Auswirkungen zum Beispiel auf die Hypothekenzinsen. Und bums, zack, sehen wir sofort eine Belebung. Wir haben jetzt den größten Anstieg der Hypothekenanträge, die zuletzt meistens rückläufig waren, weil den Leuten das schlicht zu teuer ist, für über 8% irgendwie mal einen 30-jährigen Hypothekenkredit aufzunehmen. Jetzt sehen wir, ist das relativ steil nach oben gegangen. 2,5% klingt nicht nach viel, aber ist der größte Anstieg seit Anfang Juni. Was wird die Fed tun? Wird sie denn die Zinsen anheben? Ja oder nein? Oder wird sie senken? Hier ein sehr, sehr guter Kommentar auf Finanzmarktwelt, der sagt, mit einer Zinserhöhung hat ja eh eigentlich keiner großartig mehr gerechnet. Nur Zinssenkungen sind in weiter Ferne und somit verbleiben die Zinsen eben auf einem eigentlich viel zu hohen Niveau in Relation zu den Schuldenständen der Unternehmen, der Verbraucher und vor allem der Staaten. Jetzt fragt man sich aber, warum? Stellen Sie sich mal vor, die Zinsen würden stark gesenkt werden und die Preise für Anleihen im Gegenzug stark steigen. Wer würde denn dann amerikanische Schuldscheine bzw. Anleihen kaufen bei immer größer werdenden Risiken und immer weniger Wirtschaftsaktivitäten? Also, du musst ja schon eine gewisse Rendite bieten, sonst hast du da ein Problem. Und man muss sich auch mal vorstellen, was würde denn passieren, wenn jetzt in einer solchen Situation wirklich schon Zinssenkungen am Horizont klar aufscheinen würden. Dann würden alle wieder durchdrehen, die Renditen würden fallen, die Aktienmärkte würden massiv steigen, die Nachfrage würde steigen und dann hast du das gleiche Problem mit der Inflation, das du schon mal hattest. Also das mal als kleiner Gedankenansatz. Die Fed ist in einer schwierigen Position, die Notenbanken in einer schwierigen Position. Erst die Inflation komplett unterschätzt, ignoriert, negiert, dann panisch reagiert. Jetzt ist man in so einer Situation, mal gucken, wie die Dinge sich weiterentwickeln. Aber sie könnten sich auch in Sachen nochmal steigender Renditen entwickeln. Das sagt Jeff Beamer, der hier eine Möglichkeit aufzeigt, wenn wir jetzt nicht einen freien Fall der Renditen haben, sich das Ganze hier stabilisiert und wieder nach oben geht, dann könnten wir sogar nochmal Renditen in Richtung 6% sehen bei der 10-Jährigen, weil fundamental ja die Schuldensituation der Amerikaner sich nicht geändert hat. Sehr viel Angebot kommt auf den Markt, das muss jemand kaufen. Jetzt ist die Rendite deutlich gefallen, das heißt, das wird für viele unattraktive amerikanische Schulden zu kaufen, vor allem für japanische Investoren, die relativ hohe Hedging-Kosten haben. Wenn jetzt also die Renditen für US-Staatsanleihen fallen, dann ist das für diese Käufer aus Japan zum Beispiel, einfach mal um ein Beispiel zu bringen, nicht wahr, ist das uninteressant und die Japaner sind ja die größten ausländischen Käufer von US-Staatsanleihen. Dazu kommt, die Amerikaner haben ein Demografieproblem, aber bekommen es, denn es findet kein Wachstum mehr statt. Die Veränderung der Population in den USA ist weitgehend unverändert, also man wächst nicht mehr und der Trend geht im Grunde ja schon in Sachen Wachstum deutlich nach unten, also auch die amerikanische Gesellschaft, was die Demokratie betrifft, stagniert. Das ist auch ein Punkt, der die Schuldentragfähigkeit natürlich stark beeinflusst, denn ohne Bevölkerungswachstum hast du weniger Chancen wirklich zu wachsen. Gucken Sie mal nach Indien, die Bevölkerung, die ja massiv wächst, ist auch das Land, das am stärksten wächst. China hat Riesenprobleme, weil eben die Bevölkerung bereits schrumpft. Aber dennoch nochmal zurück zu dieser stagnierenden US-Bevölkerung, die ist zunehmend unter Stress, wie heute ein Bericht bei Bloomberg, der auf einem Fed Research basiert, also von Daten der Fed. Die hat nämlich eine Umfrage gemacht, ja, wie ist es denn, setzt dich die Inflation unter Stress, dann sagen 50%, also die Hälfte, ja, sehr großer Stress, 27,7%, ja, schon einiger Stress, 17,7% sagen ein bisschen Stress, nur 4,5% sagen, nee, stresst mich überhaupt nicht, also könnte man sagen, 95% der amerikanischen Bevölkerung sind gestresst, das gilt vor allem für die ärmeren südlichen Bundesstaaten in den USA und die Inflation ist zurückgegangen, also die Teuerungsrate ist zurückgegangen.
zurückgegangen, was ja nicht heißt, dass die Preise zurückgehen, sondern sie steigen nur langsamer, aber von einem sehr hohen Niveau aus eben. Und das scheint jetzt so langsam anzukommen bei den Amerikanern, unterfüttert dieses Rezessionsnarrativ ebenso wie eine heute veröffentlichte Umfrage zu Economic Optimism in den USA von IBD. Die zeigt, dass wir jetzt auf dem niedrigsten Stand seit 2012 sind, was den Optimismus betrifft in den USA. Inflation kills hope, wie Don Johnson hier schreibt. Also Inflation killt Hoffnung. Klar, das scheint jetzt ein immer größeres Thema zu werden. Aber wir haben ja diese Rallye gesehen. Hauptsache, die Fed hebt die Zinsen nicht mehr an oder wir wollen es zumindest glauben. Das war ja die Reaktion der Märkte. Jetzt schauen wir uns mal an, in diesem Jahr ist der S&P 500 um 14% gestiegen, aber es sind 8 Tage gewesen, die den Unterschied gemacht haben. Zuletzt der 2. November, als der S&P 1,9% gestiegen ist, weil eben die 10-jährige Anleiherendite so deutlich gefallen ist nach dem Fed-Meeting. Wir haben ja sonst noch einige andere Tage, aber es sind die Supertage, die man mitnehmen muss, wenn man sozusagen eine gute Performance haben will. Und es gibt ja dieses Narrativ, Aktien steigen immer, das ist ja eine ganz tolle Geschichte. Aber jetzt gucken wir uns das Ganze mal inflationsbereinigt an. Das ist eine Grafik, die zurückgeht bis zum Jahr 1900. Das sind also mal 123 Jahre. Und es zeigt sich, dass in 91 Jahren in diesem Zeitraum, nämlich etwa zwischen 1900 und, naja, kann man sagen, Anfang der 50er Jahre, dann 70er Jahre bis 90er Jahre und dann nochmal Finanzkrise, Dotcom-Blase und Finanzkrise folgende, sind die Aktienmärkte inflationsbereinigt nicht so wirklich gestiegen. Also in einem sehr großen Zeitraum schaffen es die Aktienmärkte nicht mehr, die Inflationsverluste rauszuverdienen, könnte man sagen. Das wird auch für Deutschland gelten, da haben wir Inflation, aber auch eine Rezession. Jetzt hat der Sachverständigenrat, der die Bundesregierung berät, eine schwächere Wirtschaftserholung vorhergesagt. Man sagt, wir haben zu wenig gute Start-ups. Die Leute wollen ja alle schön in Konzernen verschwinden, wenn sie studiert haben. Irgendwie halt so ein Managerpöstchen, dann kriegst du Abfindung, wenn du da irgendwie Mist baust, wenn du selber Unternehmer bist. Dann bist du noch in der Privathaftung. Also suchen alle die Sicherheit, das Bequeme. Auch wenn natürlich ein Managerjob irgendwie in einem Konzern stressig ist, wie ich von einigen Leuten persönlich durchaus weiß. Aber jedenfalls hier gedämpft oder eine Rücknahme einer vorher besseren Erwartung für Deutschland. Und hierzulande, also in der Eurozone, sehen wir laut einer Umfrage der EZB, dass die Sorge der Verbraucher wieder wächst vor einer steigenden Inflation. Die sei merklich gestiegen, die Inflationserwartung nämlich für die nächsten 12 Monate. Und heute hat sich Mario Draghi, ich schicke euch ein Schweinsohr, because we will preserve the Euro. Also das ehemalige der ehemalige Ministerpräsident Italiens und ehemalige EZB-Chef, der hat gesagt, Draghi hat gesagt, die Eurozone wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Ende des Jahres in einer Rezession sehen. Da hat er wahrscheinlich sachlich recht, der gute Mann. Und gucken wir nochmal auf die Aktienmärkte in Europa und die Marktkapitalisierung, da sehen wir, bestes deutsches Unternehmen, schwergewichtigstes ist SAP an Rang 12 mit 151 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Für amerikanische Verhältnisse wäre das fast schon ein Penny-Stock. Novo Nordisk, jene dänische Firma, die irgendwie diese Abnehmgeschichten Spritzen hier praktisch eingeführt hat. Also wir sehen die größte Marktkapitalisierung in Europa ist ein dänisches Unternehmen mit 421 Milliarden Euro an Marktkapitalisierung. Auch das zeigt, dass hier nicht so wahnsinnig viel los ist. Was haben die Amis für Bewertungen? Ein stagnierendes bis leicht sogar schrumpfendes Unternehmen wie Apple, mal fast schon an der 3 Billionen Dollar Marke. Das ist einfach gutes Marketing, muss man sagen. Jetzt kommen wir nochmal zum Ernst der Lage in diesem Konflikt Israel-Gaza, respektive Hamas. Hier hat sich jetzt ein hoher Funktionär geäußert und hat gesagt, Ziel war es nicht, Gaza zu regieren, sondern Israel in einen dauerhaften Kriegszustand zu bringen. Er hofft, dass dieser Kriegszustand an allen Grenzen dauerhaft ist. Es geht schlichtweg der Hamas um die Eliminierung Israels. Das ist doch der Punkt. Je nach Hamas
die seit vielen Jahren im Gaza oder Gaza regiert und noch nie eine Wahl durchgeführt hat, während in Israel immerhin eine Demokratie herrscht, in der auch arabische Parteien sogar teilweise Regierungsbeteiligung haben. Also ist nicht sicherlich nicht alles optimal in Israel, das weiß ich aus eigener Anschauung, aber es ist zumindest ein Staat, der Rechtsstaatlichkeit hat, der Wahlen hat, wo es Diskussionen gibt, Kontroversen gibt, die offen ausgetragen werden können. All das ist nie der Fall gewesen, auch nicht so wirklich im Westjordanland. Unter Abbas ist das nicht wirklich der Fall. Also hier vielleicht einfach mal zur Einordnung. Hier ist, glaube ich, etwas dran. Es ist eine eigene Aussage eines Hamas-Führers, aber es ist etwas dran, dass es letztendlich eben darum ging, Israel in diesen Kriegszustand zu versetzen. Apropos Kriegszustand, Jemen, oder genauer gesagt, die Rebellen, die Houthi-Rebellen im Jemen, haben jetzt eine amerikanische Drohne abgeschossen. Erst hieß es US-Plane Shot, also US-Flugzeug, Militär oder Zivil. Da war erstmal ein bisschen Verunsicherung, hat sich allerdings nur als Drohne herausgestellt, dennoch etwas, das die Amis nicht kalt lassen wird. Und apropos Amis, jetzt gibt es da eine verstärkte Auseinandersetzung. Israel helfen, die Demokraten sagen ja, aber nur wenn dann eben auch die Ukraine weiter unterstützt wird. Und wir dürfen ja nicht vergessen, bis 17. November, also bis Ende nächster Woche, muss eine Lösung her, sonst Government Shutdown. Drei Empfehlungen zum Schluss, meine Damen und Herren. Gewerbe, Immobilien, das Desaster ist im vollen Gange, vor allem jetzt nach der Pleite von WeWork dürfte sich das verstärken. Zweite Empfehlung, der Ölpreis ist gefallen. Warum fällt der so stark trotz Israel-Krieg? Weil eben die Sorge offenkundig der Rohstoffmärkte da ist, dass die Nachfrage sich massiv abkühlt. Wir erleben fast schon wirklich einen Zusammenbruch des Ölpreises. Zumindest die Geschwindigkeit ist enorm, die wir derzeit sehen. Zweite Empfehlung und die letzte Empfehlung. Was wird das denn für Folgen haben? Werden die nächsten Inflationsdaten negativ überraschen? Naja, der Ölpreis ist erst so richtig im November unter Druck gekommen. Im Oktober hat sich das noch sehr in Grenzen gehalten, eben auch aufgrund des Israel-Krieges. Aber hier mal drei Empfehlungen. Suchen Sie sich eins aus oder am besten alle drei. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderschönen Abend und sage Servus und Ciao.